Es ging weiter mit dem Hausbau. Phase 2. Erst wurde die Mauer gesetzt, wurde alles ausgehoben und dann später Zementblock gegossen und darauf wurden die Steine gesetzt. Hier wurde die Toreinfahrt ausgehoben und ein Zementblock gesetzt. Und auf dem Zementblock wurden dann die Pfähle gesetzt, und rechts und links, und später kam das elektrische Tor rein. So wurde das ganze Gelände ummauert. Nun viel Spaß mit den Bildern vom Haus. Hier sieht man die Handarbeit, wie ein Zaun hergestellt wird, beziehungsweise Tor. So sieht das kleine Tor aus. Später kam das große Tor dazu und das wurde dann elektrisch auf und zu gefahren. Alles hat funktioniert. Das war richtig schön, das mal anzuschauen. Nun ging es weiter mit dem ganzen Bau. Das ist hier unser Zuhause in Langenhorn. Hier ist diese neue Mauer, die vor kurzem entstanden ist. Gestern wurden hier die Lichter oben aufgebracht oder aufgesetzt und angeschlossen. Die funktionieren perfekt. Die andere Seite vom Haus. Auf unserem Grundstück, was natürlich auch nicht so schön aussieht durch diese ganze Baustelle, aber ist in Ordnung. Jetzt schauen wir uns mal die Rückseite des Hauses an.
leider noch ein wenig unordentlich hier. Aber das wird demnächst alles wieder ein bisschen anders werden. Hier ist die neue Küche, die demnächst entsteht. So sieht es zurzeit aus. Weiter hinten an der Seite des Hauses entlang. Nun befinden wir uns wieder auf der Vorderseite des Hauses. Und jetzt schauen wir uns mal die Innenräume des Hauses an. Einmal hier vorne die kleine Terrasse. Und das ist das Wohnzimmer, Mittelpunkt des Hauses. Das ist auch noch ein kleines Gästezimmer. Aber leider zurzeit Abstellkammer für die ganzen Gerätschaften. Hier befinden wir uns in das nächste Gästezimmer. Seite die Küche. Und hier ist das Bein. Was auch nicht ganz wohl ziemlich fertig ist. Aber ansonsten sehr schön. Sachen, die wir am Tage machen müssen. Und noch ein kleines Zimmer. Zur Küche hinaus.
geht es hier ins Schlafzimmer, was dann später fertig sein sollte. Wieder ein Blick in den Vorgarten und die Terrasse. Und Dusche noch, was auch noch nicht fertig ist. Nun geht es Richtung Wohnzimmer wieder. Statt Rasenmäher ist die Kuh zu Besuch und hält das Gras erstmal ein wenig kürzer als sonst. So sieht das Grundstück mit der Beleuchtung aus, wenn es abends eingeschaltet ist.